ኧረ ከመይ ውዒልኩም ምናልባት እዞም መናእሰያት ሎማ ዓንቲ ጋሻ ሒዜ ዝመፅእየ ዘለኹ ጉንተር ሽሮደር ይበሃል ኣይትፈልጥዎን እንትኾኑ እዮም ብዙሓት ጉንተር ሽሮደር ገና ኣብ ተምሃራይ እንከሎሲ ኣብ ዓለም ዘይትፍለጥ ሃገር እንታይ ኣላ ኢሉ ደልዩ ደልዩ ናብ ኤርትራ ከም ገለ ክብል ረኺብዋ ማለት እዩ ቅድሚ ሰውራ ምጅማሩ ብዛዕባ ኤርትራ ዝከታተልን መፅናዕትታት ዝገብርን ሰብ እዩ ስጋዕ ሕጂ ድማ ዓብዪ ኣስተዋፅኦ ኣብ ታሪክ ምስናድን ኣብ ናይ ሕብረተሰብ መበቆል ዝኣመሰለ ነገራት ኣብ ክሳይ ምግባርን ዘስተዋፀ እዩ ሕጂ ሎ መዓልቲ እዚኣ ምስ ሓተትክዎ እውን ደስ እንዳበለኒ እናበለ ስለ ዝመፀ በዚ ጋጣሚ ብጣዕሚ ክመስግኖ ፈቱ ትግርኛ እውን ዳርጋ ርዳእ ይኩሉ ሓቀይደ ኣዞ ሽተልሽማ ኮትፎ ትግርኛ ኣነ ብትግርኛ ክተርጉም እየ ንሱ ብጀርመን ማለት እዩ Ich kann nicht genug Tigrinya, um das alles auch auf Tigrinya zu erzählen. Ich kann nur also für einfache Dinge also mich ausdrücken. Ich beschäftige mich mit dem Horn von Afrika und Eritrea seit 1965. Das ist jetzt 54 Jahre. Tigrinya qrob hitzer sle tibel bi Germany khzarab izbulallo. Bizaba Eritrean qirna Afrikan kap 1965 athize e. ዝከታተሎ እዩ ዝብል ሎ ማለት 45 ዓመት ኮይኑ ሎ ሰይት ኤንድ ደ 70 ያረ ሃብ ይ ሂር ኢን ፍራንክፉርት ን ዳን ስፔተር ኦክ ኢንተርናሽናል ኣዞ ሚት ኤሪትሬሽን ፍሉሽሊንግ ገኣርባይተት ን ኢንፎርማትዮንስኣርባይት ዞም ኤሪትሬሽን በፍራይንስካምፍ ኣዞ ኤውሮፓዋይት ገማክት ዱርሽ ፎርትረገ ዲያ ፎርትረገ ሌክቸርስ Artikel und so weiter. In den 80er Jahren habe ich insgesamt, also ein knappes Jahr, Ahmed Ba'amed Hatadrohe bei Imeda verbracht. Und 1991 war ich der Erste, also der alten Freunde der EPLF, der kein Einreisevisum in das befreite Eritrea bekam. Günther, du musst nicht lange... Ja, ja, nur um deutlich zu machen. Interval, ja. Also damit ich übersetzen ja, kann, nicht vergessen. ሃራይ ካብ 1970 ኣትሒዘ ከዓ ምስ ስደተኛታት ኤርትራውያን ዝምልከት ኣብ ዝከታተል ሰብ እየ ይብላ ኣሎ ዳን ማህማዞ ካብ 1970 ኣትሒዘ ኣብ ስደተኛታት ኤርትራውያን ዝምልከት እውን ኣብ ኤሮጳ ማለት እዩ ዝተሓባበር ሰብ እዩ ዝብል ዘሎ ማለት እዩ ኣብ ዝተፈላለየ ፅሕፈታት ድዩ ከምኡ ውን ኣስተምህሮ ሌክቸር ድዩ ዋላ ብጋዜጣ መፅሓፍ ድዩ ገለ እውን ብዛዕባኡ ብዙሕ ዝከታተል ሰብ ዝነበረ እዩ ካብ 1980 ድማ ብተደጋጋሚ ንሜዳ እንዳኣተወ ኣብ ሳሕል ምስተጋደልቲ ግዜ ይሕልፍ ነይሩ ከምኡውን ምስኦም ዝሰርሕ ነይሩ ማለት እዩ 1991 ናፅነት ምስተረኸበት ንኤርትራ ምእታዊ ከልኪሎሞ ማለት እዩ Ich bekam damals das Visum nicht, weil mich die EPL... Ich hatte geäußert, dass ich also nicht ganz davon überzeugt bin, dass die EPLF wirklich ein demokratisches Eritrea aufbauen würde. Visa haben Sie wohl ohne Mechner Dematis anhaden, oder? Begahdi, bezahban, ein Hezbaugumbar Harnet Eritrea, malatib. Nei, bahaki, demokrasiawu sr'ata ab Eritrea. ክተክል ኣይክእልን ኢለ ስለ ዝወቀስኩ ወይ ድማ ስለ ክሪቲሳይዝ ዝገበርክዎ ከምኡ ምስኹም ምክንያት ቪዛ መሃብ ከልዮምኒ ብላ ኣሎ 1995 ብካም ቪዙም ናኽ ኣይነ ሞናት ኣፍናት ን ኤሪትሪያ ስፕሬሽን ዞ ሚት ፈርሽነ ፊረን ቢን ይሽ ዊደር ዝርክ Und als ich das nächste Mal einreisen wollte, bekam ich wieder kein Visum. Es mir wurde also durch meine Kontakte, die ich in Asmara hatte, mitgeteilt, dass ich immer noch also zu verflucht unabhängig wäre. Wahrscheinlich hatte mit diesen Hamstern gen Visa hier bei mir. Er trat hier, mit dem Lalot halbtum, mit dem Rum hier. Mit dem Rum hier, 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 mit dem Rum 2000 wurde ich aus Äthiopien wegen pro-eritreischer Haltung deportiert.
Das hat dann also dazu geführt, dass ich 2001 dann nach Eritrea durfte. Ich war dann also von 2001 bis 2009 wiederholt, auch für längere Zeit in Asmara, habe dann Forschungsarbeit und Entwicklungsarbeit geleistet. ድህረቴ ናይ ኩናት ናይ ዶብ ማለት እዩ እናተይ እቲ ወገን ወይ ድማ እናተይ ርኢቶ ምስ ኤርትራ ስለዝነበረ ንኢትዮጵያ ንኸይኣቱ መንግስቲ ኢትዮጵያ ክልኪሉኒ እዩ ዝብለሎ ስለዚ ንኢትዮጵያ ንኸይኣቱ ምስ ተኸልከልኩ ከዓ መንግስቲ ኤርትራ ኣበልናዓ ናብ ዝምፃእ ኢሎም ኒ ኢሉ ዝብለሎ 2001 ክሳዕ 2009 ድማ ኣብ ኤርትራ ማላለስ ነይሩ ከምኡውን መፅናዕትታት ትገብር ነይሩ ማለት እዩ wurde mir wieder das Visum für Eritrea verweigert, weil ich angeblich mich negativ über Eritrea geäußert hätte. Kann man da genau das schon als hatte hatten immer mit auch gelernt von Eritrea mal das Thema hatte auch wohl also tawi so eine oi taqawmo من جسر Eritrea selbe mal das weil mich die Eritrea nicht mehr haben wollten durfte ich dann 2012 wieder nach Äthiopien መንግስቲ ኤርትራ ምስ ገላእኒ ከዓ መንግስቲ ኢትዮጵያ ከዓ ንዓብር ምፃእና ባና ኢሎሞ Ich verfolge also das, was in Eritrea passiert, also ob ich dort bin also oder nicht dort bin, also sehr intensiv und habe also ein umfangreiches Informationshintergrunddatenmaterial, also einfach jede Menge Infos zusammengetragen, die ich auch gerne mit jedem teile. Und aus diesem zusammengetragenen Datenschatz werde ich heute ein paar Sachen also anführen. በዚ ኮይኑ በቲ ግን ዋላ ይእቶ ዋላ ኣብኡ ሃሉ ኣይሃሉ ምስ ኤርትራ መፅናዕተይ ምግባር ኣይጠጠዋ ኣይበልኩን ስጋዕ ኣብዚ እዋን ብዝተፈላለየ ሓበሬታታትን ዝተፈላለየ ፀብፃባት እናኣከብኩ ስነፍልጠታዊ ዓይነት መፅናዕትታት ገብር እየ ሕጂ ብዝመፅአ ዘለኹ ድማ ገለ ካብቲ ዝገበርኩዎ መፅናዕትታት ንዓኹም ከበርክተልኩም ወይ ድማ ክነግረኩም እየ ብዝመፅአ ዘለኹ እዩ ዝብል Eines der Probleme, wenn man sich mit Eritrea befasst, für die Eritrea selbst, aber auch also für Nicht-Eritrea, ist, es gibt keine verlässlichen statistischen Zahlenangaben zu Eritrea. Weder zur Bevölkerung, noch zur Stärke also der Armee, noch zur Stärke also des Nationaldienstes, noch also zum Bildungssystem. ሓደ ካብቲ ኣፀጋሚ ብዛዕባ ኤርትራ መፅናዕቲ ትገብር ከለካ ነቶም ደቂ ሃገር ኮነ ንወፃእተኛታት ማለት እዩ ብቑዕ ትብሎ ወይ ድማ ፅፁይ ትብሎ ሓበሬታ ንክትረክብ ብፍላይ ብዛዕባ ህዝቢ ይኹን ብዛዕባ እቲ ምክልኻል ይኹን ብዛዕባ ናይ ትምህርቲ ኣብ ኤርትራ ናይ ትምህርቲ ኣገልግሎት ከትረክብ ኣሸጋሪ እዩ እዩ ዝብለሉ ማለት እዩ Wenn man die Auswirkungen der also 28 Jahre EPLF-Herrschaft in Asmara richtig beurteilen will, also auch im Quantitativen, braucht man aber eine gewisse Zahlenbasis dafür. Und die versuche ich also euch also mit dem, was ich da vorstelle, zu geben. ይኹን ዳ እምበር 28 ዓመት ህዝባዊ ግንባር ወይ ድማ ህግደፍ ዝመርሖ ኤርትራ ነቲ ስርዓት እንታይ ዓይነት ስርዓት ምዃኑ ብስነ ፍልጠታዊ መልክዕ ክትፈርዶ ወይ ክትመዝኖ ንድሕር ድኣ ኹንካ ሓደ መፅናዕቲ ክትገብር ኣለካ እቲ ዝገበርክዎ መፅናዕቲ ገለ ካብኡ ድማ ሕጂ ሒዘልኩም መፅእ ኣለኹ ብል ኣሎ Eurer Meinung nach in Eritrea? 3,3. Wer bietet mehr? 5. Ja, 4,3. Ist wie Ertrag in der EU? 10 Millionen. Wo ist die Hager? Wo ist die Hager? 2. Okay, man sieht schon an den Antworten, also dass da also eine große Bandbreite ist. Wenn man jetzt mal die Zahlen sich anschaut, beruht auf den Zahlen der Referendumkommission, lässt sich berechnen, dass 1993 die Residenzbevölkerung, die eritreische Wohnbevölkerung in Eritrea maximal 2,2 Millionen war. 91? 93. 2,2? Ja. ሓራይ እምበር
በመሰረት ኮሚሽን ሪፈረንደም ኤርትራ ዝነበረ ጸብጻብ ማለት ይው አብ 1993 እቲ ዝለዓለ ተቐማጢ ኣብቲ ሃገር ዝነበረ ኤርትራዊ ብዝሕው 2.2 ሚሊዮን እዩ ዝብል In Eritrea hat es nie einen Volkszensus gegeben. Jedenfalls nicht während der letzten 70 Jahre. Der letzte halbwegs verlässliche Zensus stammt aus italienischer Zeit, von 1930 so rum. Da gab es eine Bevölkerung in Eritrea von 400.000. So. Danach gab es nie irgendeine vernünftig abgesicherte Erhebung über die Bevölkerung Eritreas. Alle Zahlen, die seitdem also geäußert wurden, ist eben die 1993 von der Zensuskommission, von der Referendumskommission, die sind alles nur Schätzungen, so richtig Pi mal Daumen. Meseratu ab Eritrea, bishanch atamit gize tlyan ab 30at tray qotara hizbi na bahak tegeru niru bidariyu tegeri fletni ab tlyan ثلاثات زغبر قطر حزب ارترا 2400000 تراي نيرو بدهريو زنبره ناي بحقي قطر حزب تغير يفلتني كم تزبلكم ناي كوميشن ناي ريفرندم وي بناي غله كم زبغمت قرب كب زايد زبل كساي مسنا اتات نا غبركا امري حزب ارترا تقطير يفلتني بدهريو مالتي seit 1993 oder so genauer gesagt seit 1995 führt das Ministry of Local Government aber Bevölkerungsregister auf lokaler Ebene, die sehr zuverlässig sind, aber öffentlich nicht zugänglich. Aufgrund dieser Bevölkerungsregister wurde für Ende 2000 eine Residenzbevölkerung von 2,9 Millionen errechnet. ይሁን ዳምበር ብሻንጭ አተሚት ተስአን ሐሙሽተን ሚኒስትሩ ውሽጣው ጉዳያት ማለት ነው ናይ ባዕሉ ናይ ህዝብ ኤርትራ ጸብጻብ ወይ ደማ በዝሒ ገምጋም ነርዎ እዩ እዚ ገምጋም ግን ንደገ ይቃላ አይነበረን እንቲ ሚኒስትር ዝምልከት ራይ ነሩ ማለት ነው ስለዚ ኣብ አዞም ኤምያ 2001 Ende 2000. Abt Minister Znebere Zabzab Malatiu, Klitten et mit Schaate Million, Nero Hizbi Ertra, ab Ertras Ummet Malatiu. Bei einem gemäßigten Bevölkerungswachstum, das für Eritrea also anzunehmen ist, von 2% jährlich, wäre die eritreische Bevölkerung Ende 2016 knapp 4 Millionen gewesen. ከምቲ ግቡእ ብኖርማል ሓንቲ ሃገር ዘለዋ ናይ ህዝቢ ቆፀራ ማለት እዩ 2% ዕብት እያ ትርኢ ስለዚ ብእኡ ክንሪኦ ከለና ኣብ 2016 ኣቢሉሲ ኤርትራስ 4 ሚሊዮን ተቐመጥቲ ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ክህልውዋ ነይርዎም ማለት እዩ ኤንደ 2016 führte das Ministerium für Lokales, für Labor and Social Affairs einen Eritrean Labor Survey durch. Diesen Bericht habe ich in die Finger bekommen und die Bevölkerungsdaten dort, die dort verwandt wurden, beruhten also auf den Bevölkerungsregistern des Ministry of Local Government. Danach lebten Ende 2016 in Eritrea 3,2 Millionen statt der zu erwarteten 4 Millionen. ኣብ 2016 ሚኒስትሪ ሰብኣዊ ዕዮን ሰብኣዊ ድሕነትን ዝገበሮ መፅናዕትታት ነይሩ እሱ ድማ ምስቲ ናይ ሚኒስትሪ ውሽጣዊ ጉዳያት ዝተሓሓዝ ናይ ቆፀራ ህዝቢ ወይ ድማ ናይ ብዝሒ ህዝቢ ዝተኣሳሰር ኮይኑ ኣክንዲ ከምቲ ገምጋም 2016 4 ሚሊዮን ህዝቢ ኣብ ኤርትራ ክኸውን ዝግብኦ ዝነበረ ቆፀራ 3.2 ሚሊዮን ጥራይ ነይሩ Ein Minimum, wenn das Bevölkerungswachstum höher wäre, wäre es mehr als 4 Millionen gewesen. Ein Minimum von 800.000 Eritreern fehlen im Lande. 500.000 sind Eritreer, die ins Ausland geflüchtet sind. 300.000 sind Eritreer, die nicht geboren wurden, weil die Leute ins Ausland gegangen sind oder weil wegen den Auswirkungen des Nationaldienstes die Heiratsquote und die Geburtenzahl
herabgedrückt wurde. Slazi, die Zwa hatte Gamgami near 4 Millionen Kons in Oboro, Kabu, Shamonta Mitschah, Sepp Godillo Malati, Shamonta Mitschah, Sepp, Bahami Godillo und Herika, Hamishta Mitschah, das ist die Dio, was ich. Die Celeste Mitschah, Seppka, Aitawaladen, Way Absidet Tawalidu Malati, Wake up, Besenki Hagrawal Gulot. زمت حدش أكايدا مالتي تنام رعا وانات فرحقو ويدما تنام مولات تقولون تتسأبيبو مالتي Diese Bevölkerungsentwicklung hat natürlich erhebliche Konsequenzen für Eritrea. Es stehen weniger Leute zur Verfügung als Arbeitskräfte. Es stehen weniger Leute zur Verfügung, die also ausgebildet werden können. Es stehen auch weniger Leute zur Verfügung, also für den Nationaldienst. እዚ ወሐደ ናይ ሰብ ድማ ከቢት ጽልዋ ወይ ድማ ጸገም ነታ ሀገሩን የምረላ አይው ምክንያቱ ክሰርህ ዝኽል አቅመ አዳም አዚ ወሐድ ማለት ይው ከመሐር ዝኽል ወን የለን ከመውን አፍተ ሀገራው ወልግሎት ወን ከነጥፍ ዝኽል አዚ እንዳው ሐደ መጺ ማለት ይው Sämtliche Entwicklungsplanungen, also der eritreischen Regierung, in dem Maße, wie sie das überhaupt haben, beruhen auf Bevölkerungsprojektionen, die mit viel höheren Zahlen arbeiten und die können einfach nicht eingelöst werden. Besuch eines Rach, nicht immer nicht der Hager malet ihm, Besuch hat Sabat Kisrach, wo ich Eiers gebaut, bis ein Kuhadi Sabat malet ihm, Kisrach, ich kann nicht malet ihm, Walate Delaga. Gut. Aufgrund der Zahlen des Labour Survey und der Zahlen des Minister of Local Government ergeben sich interessante Varianten. Das Bevölkerungswachstum von 2000 bis 2016 war also national etwa 12%. Bitte nochmal. 12%. Was war das Wort? Von 2000 bis 2016. Das nationale Bevölkerungswachstum war 12%. كاب كلتا شخص على تشن عسر تشد جسنا عم تمرت تهاجراوي عبيت ناي هزبي كسع عسر تغلطة برسنت إذا بتسنيرو. Wenn man das jetzt auf die Regionen bezieht, ergibt sich, dass Gashbaka mit 36% Bevölkerungswachstum weit über dem nationalen Durchschnitt lag. Makel, Dubuk, und ja, Makel und Dubuk, die lagen etwa 8% höher als der nationale Durchschnitt. Anseba lag 1% unter dem nationalen Durchschnitt. Und Sassan Redzi, Dubuk Kayewachi, hatte einen Bevölkerungsverlust von knapp 20%. Und Seminaui Kayewachi hatte einen Bevölkerungsverlust von über 30%. حجي ناي عشر تخلت مئة هويت مالتيو تي أبريجنديو ناي غاش باركا زلو هزبي بسالة سامي تاويت نعو زايدوي ما أكلن دبو بندما بشمان تمئة هويت زيادة نيرو مالتيو عن سبا بحد مئة هويت كبت عشر تخلت مئة هويت زايد مالتيو سامينا وقح بحري دوبا وقح بحري بعسرة مئة هويت يقنس مالتي سمينا وقعي باردما بسالة سمي تاويت كنيسو Das bedeutet, dass ein erheblicher Teil der Tigre aus Seminaui Kelebachi in Sudan abgewandert sind. Es bedeutet, dass die Mehrheit der eritreischen Afar nach Äthiopien geflohen sind. እዚ ማለት እንታይ እዩ እቲ ዝበዝሐ ኣካል ናይ ብሄረ ትግረ ንሱዳን ገፁ ውሒዙ ማለት እዩ ከምኡ ውን ኣብቲ ሰሜናዊ ቀይሕ ባህር ድማ እቲ ዝበዝሐ ኣካል ናይ ዓፋር ደቡብ ኣብ ቀይሕ ባህር ድማ ዝበዝሐ ኣካል ናይ ዓፋር ንኢትዮጵያ ገፁ ውሒዙ ማለት እዩ Der hohe Zuwachs in Gashbaka, obwohl viele Tigre aus Gashbaka auch in Sudan also abgewandert sind, bedeutet, dass es eine massive Zuwanderung von Hochländern, die Tigrinya sprachen Hochländer, nach Gashbaka
von Italien, von also Seminari Cahiers-Bache und also Duo Cahiers-Bache gab. Also ein Bevölkerungsaustausch. Zum Beispiel in Assab, früher war das mehrheitlich eine amharische Stadt, heute ist es eine Tigrinya-sprachige Stadt und die indigenen Afa sind immer nur noch also 10 oder 12% der Bevölkerung dort. ንምንታይ ግን ጋሽባርካ ዚያዳ ዕብየት ናይ ብዙሕ ሰብ ኣቢሉ ንድሕርዳ ኢልና እቲ ምክንያት እንታይ እዩ ካብ ከበሳ ብዙሕ ሰብ ንጋሽባርካ ስለ ዝወሓእዘ ከምኡ ውን ገለ ክፋል ካብ ሰሜናዊ ቀይ ባሕሪ ገለ ማለት እዩ ከምኡ ውን ኣብ ዓሰብ ንድሕርዳ ርኢና እቲ ዝበዝሕ ተዛራቢ ኣምሓርኛ እዩ ነይሩ ሕጂ ግን ናብ ትግርኛ እዩ ተቐይሩ ማለት እዩ ኣብዚ እዋን እዚ ዓፋር ብሄረ ዓፋር 10 ክሳብ 12 ሚእታዊት ተቐማጡ ናይቲ ከባቢ እዮም ማለት እዩ Ein anderer Bereich, das sich auch aus diesen Zahlen ergibt, als Folge des verzerrten Bevölkerungswachstums, also durch also Flucht, ist, dass das Geschlechterverhältnis in Eritrea sich verschoben hat. Normalerweise in der normalen Bevölkerung ist 50% Frauen, 50% Männer, also plus minus 0,1%. Das ist biologisch einfach so. In Eritrea ist das nicht mehr der Fall. Dort ist der national gesehen, die kommen auf 100 Frauen nur noch 95 Männer. Das hört sich wenig an, ist aber für eine Bevölkerung sehr viel. 400 Frauen, 95 Männer. Was? 100 Frauen? 95 Männer. እዚ ናይ ዋሕዚ ናይ ስደት ድማ እንታይ ካልእ ፀገማ ቢሉ ናይ ፆታዊ ዘይምዝናቕ ማለት እዩ ከም ባዮሎጂካሊ ኣብ ዝኾነ ሃገር ሲ ህዝቢ ክፍጠር ከሎስ 50 ሚእታዊት ደቂ ተባዕትዮ 50 ሚእታዊት ደቂ ኣንስትዮ እዩ ባዕሉ ከምኡ እዩ ዝመፅእ ኩሉ ግዜ ኣብ ኤርትራ ግን ብሰንኪ ዝነበረ ናይ ስደት ማለት እዩ ካብ 100 ዋልድ ሲ 95 ደቂ ተባዕትዮ ጥራይ ንረኽባ ማለት እዩ ብዝእዋን እዚ Folgst du auch die Bilder hier? Weil du vergisst es wahrscheinlich. Nee, das, du bist noch nicht da? Nein, die Bilder dafür, die waren ja also auf dem Ding, der sich dann. Ah, okay. Sag dann Bescheid, deswegen wenn du. Muss ich das so. Okay. Ja. In den Städten Eritreas ist die Diskrepanz zwischen also Frauen und Männern beträgt 100 zu 90. In der Zentralregion ist die Diskrepanz 100 zu 85. Das bedeutet im Klartext, in der Zentralregion haben sehr viele Frauen keine Chance mehr, Heiratspartner zu finden. Wo war das jetzt, 190? In den Städten allgemein. Ja, und Zentral. Also in der Ma'akel-Region. Bahafesha, ab der Khatamatat nahi Ertran, der Herrina, malati, miete der Künstler, tesa adek tabaati allowen. Ab der Ma'akelai, zawa Ma'akel, malati, nahi, vielleicht Khatamatat, malati, ድሕሪኢና ግን 100 ደቂ ኣንስትዮ 85 ደቂ ተባዕትዮ ጥራይ ዝረኽባ ገለ ደቂ ኣንስትዮ ሰብኡት ክረኽባ እውን ኣይክእላን እየን ማለት እዩ ከምቲ ንቡር Diese Situation spiegelt sich natürlich auch in der Diaspora wieder. Unter der neuen Diaspora sind 80% Männer und nur 20% Frauen. Also es verschiebt sich allmählich, weil jetzt mehr Frauen kommen. Aber wenn ich zum Beispiel die eritreischen Flüchtlinge, die seit 2015 in Deutschland angelaufen sind, sind über 80%, also junge Männer und nur 20% Frauen. Mit allen Konsequenzen. Ihr findet keine eritreischen Partnerinnen hier im Lande. Die hocken in Asmara und grämen sich. ኣብ ስደት ተኾነ ውን እዚ ጥልዋ ኣለዎ ማለት እዩ ምክንያቱ እቲ ዝያዳ ስደት ወዲ ተባዕታይ መንእሰይ ስለ ዝኾነ ንኣብነት ኣብ 80 ሚእታዊት ወዲ ተባዕታይ 20 ሚእታዊት ጥራይ ደቂ ኣንስትዮ 215 ዝዋሓዘ ዝነበረ ናይ ስደተኛታት ማለት እዩ መንእሰያት ኤርትራውያን እቶም 80 ሚእታዊት ደቂ ተባዕትዮ እዮም 20 ሚእታዊት ጥራይ ደቂ ኣንስትዮ መፅአን ማለት እዩ ስለዚ ኣንስቲ ክትረኽቡ እዚ ዝከሸግረኩም ይቕሩብ እዩ ዝብለኩም ዘሎ ኤርትራውያን ማለት እዩ Die jungen Eritreer hier in Deutschland werden gut beraten, ihre sozialen und ihre integrativen Leistungen erheblich zu verbessern, damit sie vielleicht eine Chance haben, außerhalb der eritreischen Gemeinschaft Partnerinnen zu finden. ስለዚ ከም ምክሪ እዚ እዛ ኢንተግራትዮን ስኩር ፅቡቅ ጌርኩም ፍለጡ ኣብዛ ዓዲ ቁሩብ ክትወሃሃዱን ክትፈልጡን ቁሩብ ካብ ኤርትራውያን ወፂኹም ካልኦት ዓሌት ወይ ድማ ደቂ ዝሃገር ከማን ቁሩብ ተተቃጠብኩም ማለት እዩ
ein anderer Bereich, wo sich das Ganze sehr negativ auswirkt, ist aufgrund des verlängerten Nationaldienstes und den sozialen Auswirkungen, finanziellen Auswirkungen, gibt es also sehr viele nicht formelle Verbindungen zwischen also Männern und Frauen, aus denen Kinder resultieren, was dazu geführt hat, dass heute ungefähr ein Drittel aller Haushalte in Eritrea Single Women Headed Households sind. Das ist eine der höchsten Quoten weltweit. ካልኡን ጸገም ታዩ ብሰንኪ ናይ ነዊሕ ሃገራዊ ኣገልግሎት ምስኡ ዝተሓሓዝ ቁጠባዊ ጸገማትን ነብስኻ ዘይምኽኣል ዓይነት ሽግራትን ኣብ ኤርትራ ማለት እዩ ሓዳር ንክትገብር ወይ ድማ ናብራ ንክትገብር ኣሸጋሪ ስለ ዝኾነ ከምቲ ጸብጻብና ሓደ ሲሶ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ብዘይ ሓዳር ወይ ድማ እስካቡልየን ማለት እዩ Ein Drittel sind Frauen. Also Frauen sind Women-hated households. Women-hated households. Ja. Okay. Also Haushalte, die von Frauen geleitet werden, ohne einen Mann. Alleinerziehende. Hade sie so, ertrauen sie, der Gönnstio Malatin, wenen, auf Gaza, hadaren gebra, bis sie, der Gönnstio Malatin, der Gönnstio Malatin. Das sind Frauen, wo der Vater ihrer Kinder entweder nie präsent war, oder sich, also er war eine Zeit lang präsent, hat sich dann also abgesetzt, oder er ist ins Ausland geflohen, hat aber noch Kontakte zu diesen Frauen. Sie haben heute in Teilen mal gelesen, so gut ein Hagragon Glotilo Muskodu, ein Gesum, der Melissa und der Foto mal hat hier. Gelesen, ka, adet antin am Zuhut, so gut ein Hagragon Glotilo Muskodu, so gut ein Hagragon Glotilo Muskodu. Ein anderer Bereich, in dem das sich also krass auswirkt, ist, dass etwa 20% der Kinder unter 17 Jahren nicht mit einem oder beiden Elternteilen zusammenleben, sondern sie leben in Pflegeverhältnissen, meistens irgendwelche Verwandten. Der Anzahl von echten Waisen in Eritrea ist relativ gering, also Kriegsweisen aus dem Befreiungskrieg oder Kriegsweisen aus dem Krieg gegen Äthiopien, die sind inzwischen Erwachsene, die fungieren ja nicht mehr, also unter den niedrigeren. Oder es gibt nur noch sozusagen die normalen also Waisen, die sind also 1% also der Kinder. Aber 20% der Kinder leben nicht mit ihren Eltern zusammen oder einem Elternteil, weil der Elternteil oder beide Elternteile ins Ausland geflohen sind. Was das für die Sozialisation, den Lebensweg dieser Kinder bedeutet, dass sie halt eben teilweise von Kindesbeinen an, also in Pflegeverhältnissen leben und nicht in stabilen Familienverhältnissen. Das ist eine Langzeithypothek für die Stabilität der eritreischen Gesellschaft, die man sich kaum also so ausmalen kann. Kalle, hade zagamun intaiu, mnalbat ta ti kutsrutat wa idumat minchitat un hizwa metini, hizwa humetza hasibuni rasi'u mustaibet. ኣይተማልኦን ዝብለኩም ደሎ ሕጂ ከሎ እዩ ዝገልፀልኩም ደሎ ማለት እዩ 20 ሚእታዊት ናይ መናእሰያት ማለት እዩ ወይ ድማ ቆልዑ ምስ ስድራ ቤቶም ኣይኮኑ ዝነብሩ ብኤርትራ ወይ ምስ ኣለይቲ ማለት እዩ ወይ ምስ እንዳ ዓባዮም ገለ ዝነብሩ ምክንያቱ ወለዶም ወይ ምስ ወፂኦም ስለ ዘለዎ ካብቲ ዓዲ ማለት እዩ ስለዚ እቶም 20 ሚእታዊት ወይ መሰዲኦም ወይ መሰመዲኦምን ኣቦኦምን ዘይነብሩ እዮም ማለት እዩ እዚ ድማ ኣብቲ ናይ ብዘይ ድልዱል ሓደ ስድራ ቤት ዘይዓቢ ሕብረተሰብ ፅባሕ ንግሆ ኣብቲ ናይ ኤርትራ ናይ ሕብረተሰብ ኩነታት እውን ዓብዪ ሽግርን ድኻማትን ዘምፅእ እዩ ማለት እዩ Wer sich dafür interessiert im Detail, ich habe da also einen Text auf Englisch, der das also alles erläutert und also auch diesen Eritrean Labor Survey, den schicke ich also an den Samson, kann jeder von euch sich da abholen, wer sich da genauer einlesen will. Ich habe das alles sehr gründlich und intensiv also recherchiert, sodass die Zahlen, die ich hier genannt habe, also auch halbwegs abgesichert sind. Mhm. Gut. Muss ich noch übersetzen. Herr Reinbar, bis alles ist der Sachgeber andersrum. Andersrum. Genau. ብዛዕባ እዚ ጉዳይ እዚ ምናልባት ብእንግሊሽ ፅቡቅ የረፀሓፍኩዎም ስለ ዘሎ ንዓይ ክሰደለ እዩ ማለት እዩ
ዚያዳ ክፈልጥ ዘሊ ወይ ድማ ዚያዳ ክርእስ ዘሊ እንድሕር ኣሎ ኮይኑ ንዓይ ኮንታክት ክገብረ ንኽእል እዩ ኣብ ፌስቡክ ኣብ መሰንጀር ገለ ፀሓፉለይ ክሰደልኩም ክእል እየ ማለት እዩ እቲ ዝገበርኮ መፅናዕቲ እውን ስኢልካ ካብ ጅባኻ ዝወፅ ቁፅርታት ደይኮነስ ብስነ ስርዓትን ኣተኪረ ስራሕ ኩሉ ስታይ ስለ ዝኾነ ዳርጋ ፅቡቕ ተመሳሳ ሓቀኛ ዝኾነ ቁፅርታት ክበሃል ይከኣል እዩ ዝብለሉ Einer der Bereiche ist auch der Nationaldienst. Zum Nationaldienst ist Folgendes zu sagen, das kann ich auch mal von mir kommen. Zum Nationaldienst ist Folgendes zu sagen, dass 1994 begann er und in den ersten 16 Runden des Nationaldienstes wurden 273.000 Eritreer eingezogen. ብዛዕባ ሃገራዊ ኣገልግሎት ክንዛረብ ንድሕር ኮይና 994 እዩ ተጀሚሩ እተን ናይ መጀመርያ 16 ዙርያታት ኣብቲ ናይ መጀመርያ 16 ዙርያታት ጥራይ 273,000 መንእሰይ ተሳቲፍዎ ማለት እዩ Es gab eine Berufsarmee 1998 vor Ausbruch des Krieges von 45.000. Als der Krieg ausbrach, wurden 45.000 demobilisierte EPLF-Kämpfer remobilisiert. ኣብ እቲ እዋን ናይ ወራር ማለት እዩ ናይ ዶብ ኩናት 45,000 ወታደር ድሉ ነይሩ ማለት እዩ ከምኡውን 45,000 ኣዚ ኖርማል 45,000 ተጋደልቲ ተጣይሶም ዝነበሩ ተጋደልቲ እንደገና ኣብ ጉዳይ ምክልኻል ኣብቲ ምክልኻል ኣትዮም ማለት እዩ Das bedeutete also 2002 90.000 bis 273.000, also nominell 360.000 Leute unter Waffen. Während des Zeitraums 97 bis 2002 sind 23.000 in der Armee, im Nationaldienst gestorben, gefallen, Unfälle, Kriegsverluste und so weiter. Von 2002 bis 2005 wurden 100.000 demobilisiert. Über das MIGIAS-Programm und von 2005 bis 2016 ungefähr weitere 100.000 durch individuelle Demobilisierung entlassen, aber nicht als Programm, sondern individuell, medizinische Gründe, Alters, sonstige Dinge. Bis 2016 wie viel? Um die 100.000. Nochmal? Hm? Also bis 2016, 2005 bis 2016. ስለዚ ኣብ 2,000 ዓመተ ምህረት እዚኦም ኩሎም ክድምሮም ከለካ ዳርጋ 360,000 ሰራዊት ነይርዎ ምክልኻል ኤርትራ ማለት እዩ ብድሕሪኡ ኣብ ካብኣቶም 23,000 ሰብ ኣዞ 23,000 ዝንግሽተዎብን እንክኽይድ 23,000 ወተሃደር ኣብ ኩናት ሞይቱ ማለት እዩ ተሰውኡ ብድሕሪኡ ክሳዕ 216 ዳርጋ 100,000 ሰብ ዝኾኑ ተጣይሱ እዩ ዝብለ ሎ ገሊዩ ፕሮግራማት ነይሩ ናይ ምጥያስ ኣብቲ መጀመርያ ክሳብ 205 ካብኡ ኒንዮ ግን በብውልቂ ብሕማም ድዩ ብገለ ድዩ ብዝተፈላለየ ምክንያት ቦርድ ዝበሃል ነገር ማለት እዩ ብከምኡ ዝከዓ 100,000 ሰብ ተጣይሱ ና 2002 ሃብ ዚሽ ኦንግፌር 100,000 Soldaten und Nationaldienstpflichtige selbst demobilisiert. Das heißt, sie haben die Beine in die Hand genommen, sind entweder im Lande abgetaucht oder über die Landesgrenzen gegangen. ካብ 2002 ኣትሒዙ 100,000 ወተሃደር ካብዚ ክስታይ ካብ ዝኽፋል ማለት እዩ ባዕሉ ኣልጊሱ ካብ ስርዓት ማለት እዩ ገሊኡ ስግረደብ ወፅኡ ገሊኡ ካብ ከብሊሉ ማለት እዩ Auf der anderen Seite wurden nach 2002 natürlich weiterhin Leute zum Nationaldienst eingezogen. Es waren also seit 2002, man hat jetzt Nummer 31, es wurden also 15 weitere Runden einbezogen. Es gibt aber keine verlässliche Zahlen über den Umfang also dieser Gruppen. ይኹን ዳኣ እምበር ዓመት ዓመት ከዓ ሃገራዊ ኣገልግሎት ከይድ ስለ ዝነበረ መንእሰይ ካብ 202 ኣትሒዙ እውን
ዝቀረበ እውን 31 ዙሪያ በዚህ ዘሎ ማለት እዩ 15 ዙሪያታት ተወሲኹ ወይ ማለት እዩ ነዚ ክንደይ ሰብ ምዃኑ ብንፁር ክትፈልጦ ኣሸጋሪ እዩ ግን ግምገም ሓርፋፍ ግምገም ኣሎ Ein erheblicher Teil der, die also nach 2003 zum Nationaldienst eingezogen wurden, wurden eingezogen als im Rahmen also der 12. Klasse der Wasser Jekalo High School in Sauer, die dann nach Abschluss also dieser High School also auf die Colleges gingen oder also Vocational Training machten oder die, die durchgefallen sind, die gingen dann zu den Militäreinheiten. ኣብ ናይ 12 ክፍሊ ኣብ ሳዋ ትምህርቲ ናይ ፍሪ እንታይ ዝበሃል እዩ ከኣሎ ቤት ትምህርቲ ተጀሚሩ ማለት እዩ እዚ ከዓ ብብዝሒ ተምሃሮ ዳርጋ ኩሉ 11 ክፍሊ ዝበፅሐ ሓደ ዓመት ናብ ንክምሃር ብምሉእ ዳርጋ ንሳዋ ክኸይድ ጀሚሩ ማለት እዩ ዛይ 2007 ሃ ኤርትሬሽ ሪግሪ ኣይንበሩፍን ቱም ናሽናልዲንስ ኤሄብሊሽ verringert. Einerseits für die Absolventen der 11. Klasse ist es immer noch absolut verpflichtend, dass sie alle nach Sauer gehen sollen, das ist klar. Aber aus der allgemeinen Bevölkerung wurden die Zahlen erheblich verringert, weil die eritreische Regierung also den Nationaldienst nicht mehr bezahlen kann. Haji, bei der Hadwagen, ich habe gesagt, ich habe schon eine Atheismalität, bei der Hadwagen, Tomaharo, Kolum, 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 12 ክፍሊ ክመሃሩ ንሳዋ ክበድኹም ዘለዎም ፍሉጥ እዩ ነይሩ በቲ ሓደ ወገን ግን በቲ ካልእ መንገዲ ንሳዋ ዝኸይድ ዝነበረ ሰብ እቲ መንግስቲ ንባዕሉ ጠጠው ኣቢልዎ ማለት እዩ ምክንያቱ እቲ ሓደ ምክንያት ናቱ ከዓ መንግስቲ ኤርትራ ነቲ ሃገር ኣብ ሳዋ ዘሎ ወይ ድማ ተዓሊም ዘሎ ተሳታፊ ወፃኢታት ንክሽፍን ዓቕሚ ስለ ዘይነበረ እዩ ማለት እዩ Seit 1994 wurden praktisch mit ganz, ganz, ganz geringen also Ausnahmen keine muslimischen Frauen in den Nationaldienst gezogen. Seit 2007 ist der Anteil der christlichen Frauen, die zum Nationaldienst gezogen wurden, auf unter 20% eines Jahrgangs gesunken. Mit den verringerten also Einberufungszahlen zum Nationaldienst allgemein werden auch von den Männern weniger als 50% eines Jahrgangs heute direkt zum Nationaldienst eingezogen. ሃራይ ስለዚ ነዚ ክትሪኢ ከለካ 2007 ካብ 2007 ኣቢሉ ማለት እዩ ዳርጋ ሙስሊም ወይ እስላም ደቂ ኣንስትዮ ሃገር ኣገልግሎት ምኻድ ጠጠው ኢሉ ማለት እዩ ናይ ክርስትያን ደቂ ኣንስትዮ እውን ናብ 20 ሚእታዊት ቀኒሱ ማለት እዩ ሰዋ ዝኸዳ ደቂ ኣንስትዮ ማለት እዩ ኣብ ደቂ ተባዕትዮ እውን ንባዕሉ ክሳብ 50 ሚእታዊት ቀኒሱ ካብቲ ቅድሚኡ ዝነበረ ምኻድ ሰዋ ማለት እዩ Die Entlassung von Frauen über 27 aus dem Nationaldienst und die geringere Einbeziehung, also Einberufung von also jüngeren Frauen in den Nationaldienst, erfolgt ganz klar aus dem Grund, diese Frauen sollen im zivilen Leben bleiben und Kinder kriegen. ካብ ልዕሊ 27 ዓመት ዝኾነ ካብ ቅጣየሳ መደብ ተገይሩ ነይሩ ድዩ እሱ ድማ እቲ ምክንያት እንታይ እዩ እዘን ደቂ ኣንስትዮ ክወናን ክፋርያን ስለ ዘለዎን ተባሂሉ እዩ ዓይነት ውሳኔ ተገይሩ sind vermutlich weniger als 180.000. Die Auszehrung der eritreischen Militärverbände durch Flucht hat so einen hohen Umfang erreicht, dass zwei, drei Jahre zuvor mehrere Divisionen, die geschrumpft waren und nicht mehr operationell, zusammengelegt wurden, um wieder handlungsfähige Militärverbände zu bekommen. Also aktuell sind 180.000. ብሰንኪ ዋሕዚ ስደተኛታት ንስደት ማለት እዩ ብዙሓት ክፍለ ሰራዊታት ድዩ ዋላ ግንባራት ዋሕዲ ሰብ ስለ ዘጋጠመን ክጥርነፋን ከም ብሓድሽ ክተኣኻኸባን ኤን ተራእየን ማለት እዩ
سلزي بنهنا جمجم أبزوان زس كسع تبزح ميتين ثمانية شح وتهدر ونطف أبتي هجرة أقول قلتن أبتي ميليتار الله بحالك قال Man hat ungefähr 68.000 Nationaldienstpflichtige, die in den verschiedenen Colleges und im National Vocational Training Center in Sauer in Ausbildung stehen. Sie machen dort also ihre Ausbildung, unterliegen aber der Nationaldienstpflicht, werden wie Nationaldienstpflichtige disziplinär behandelt und finanziert. Slazy, also das ist jetzt momentan, also ja, das ist aktuell. Uwanzi, Kababi Susan, Shomonten Sheh, Manusei, Abtati, Hagra, Wolgrot, Malati, Hoinu, Ab Sawaz Mahar, Kommun auf den Kollegiat, Sawazae, Gin, Hagra, Wolgrot, Riet, Manusei, Allah Bahalika, Absuwanzi. Mehrere 10.000. Sind im aktiven Nationaldienst, aber nicht in militärischen Einheiten, sondern sie sind abdelegiert in staatliche Stellen. Ungefähr 70% Minimum des Civil Service in Eritrea besteht aus abdelegierten Nationaldienstpflichtigen. Tom Storofu Halot Ashahad Dma, Assertat Ashahad, Bashim Hagrawi Agulglot Malati, Captain Militär Wotiamgen. أب زباون أب زباون أقول قلت بلو ماله تمام محدارات صرحوا درجة ميتي درجة 700 تاويت نايمن قصة إرترا من محداراتي ولا بيت صحفتات بأقرأ أقول قلتي زكايد. Gegenwärtig werden jährlich aus der allgemeinen Bevölkerung und den Leuten, die in Sauer sind, also aus der allgemeinen Bevölkerung ungefähr 6.000 bis 8.000 rekrutiert, die bekommen ihre militärische Grundausbildung und werden dann den Militäreinheiten unterstellt. Weitere, also 2.000 bis 3.000 sind Leute, die in Sauer waren, zur 12. Klasse, die aber so geringe Punktzahlen haben, von 0,2 bis 0, dass sie also gleich ins Militär abgeschoben werden. نفس وقف عامت أبزوان زي كاب شديش تخص عشان منتشح من إسي أبتناي وتعدراوي استاي وزع مالتي سواء أب كاب كل تخص عشان استشح كأ كاب تزب زبلة مالتي أب سواء خيرو تمرت استمهارة جن ولا حتى نتبع زي مثلا directly نب وتدرنا نبتي حيلتات وزع مالتي Es besteht aber weiterhin die Nationaldienstpflicht per Gesetz, Verordnung, für Männer bis 54 und für Frauen bis 47. Das heißt, alle Leute, die nicht im Nationaldienst stehen und die nicht aus medizinischen Gründen aus der Nationaldienstpflicht entlassen sind, können theoretisch jederzeit zum Nationaldienst einberufen werden. ይሁን ዳምበር እቲ አዋጅ ግዴትነት ናይ ሀገራው አገልግሎት ክሳሕጂ አሎ ንስንታይ ዝብል ነፍስ ወከፍ ኤርትራዊ ክሳ 55 ዕድሚኡ ነፍስ ወከፍ ኤርትራዊ ክሳ 47 ዕድሚያ ሀገራዊ አገልግሎት ክትገብር ክትክእል ኣለዋ እዩ ዝብል ስለዚ እቶም ዝተፈላለዩ ኣገባት ዝኸብለሉ ድዮም ዋላ እዚ ብሕማም ድብ ገለ ዘበሉ ዝተኣለዩ ካብቲ ሃገራዊ አገልግሎት كم حق مالتي أبزخون سعد كتصوعن كقفوفو خلية مالتي Bis 2014 gab es in Eritrea neben den regulären Streitkräften die National Reserve Army, das waren Leute, die aus dem Nationaldienst entlassen wurden, aber als Wehrreserve zur Verfügung stehen mussten für Wiederbeeinberufung, wenn immer die Regierung es brauchte. Seit 2012 gab es dann also auch das Hizbawi Sarawit, People's Militia, People's Army, und 2014 wurde die National Reserve Army und die Hizbawi Sarawit zusammengefasst zur Hagarawi, also Militia Sarawit. كاب كلتا شحن عصر تربعة أتحيزو دماء عور سراويت زبها الكسينيري مالتي زي عور سراويت نتاي أب استفال الاخستاي سرح سرح قن من قصة بزيت ليو
ويدما أبسدلي وان قطيفو نتفزخ المالتي هاو كنت شحن عسر تغلطنا تحيزخا هزبا وسراو زبا نيرو زبا مليشا مالتي مليشا نيرو زيقن كنت شحن عسر تربعتن مليشا تعور سراويتن بحانسا تترنيفو مالتي In dieser Reserve und Militia sind vermutlich um die 100.000 Leute auch organisiert. Das ist eine Maßnahme, die die Regierung aus Kostengründen gemacht hat. Ich habe es mal kalkuliert, eine stehende Armee und Nationaldienstpflichtige von 300.000 bei einem Minimallohn von 600 NACFA im Monat kostet die Regierung also jährlich 4 Milliarden NACFA plus die Ausgaben für Kleider, also Unterkunft und so weiter. Das ist eine Riesenbelastung also für den Regierungshaushalt, den konnten sie nur also aufbringen, indem sie Anleihen bei der Nationalbank aufgenommen haben. Und das ließ sich einfach nicht mehr machen. Also pro Monat ist, sind die 4 Milliarden pro Monat? Nee, pro Jahr. Pro Jahr. Es ist der Gabriel, nein, مقناص ويدما مترناف كاب وصايتات نمشفان ايلو زغبريت منغست مالتيو اذا دما نمنتا ايو توصايتاتو ازيو بزيح نيرو كالكوليت غبرو خلاها ويك دمرو خلاها 300 حساب سراويت 600 نافا دموزو نهر نيرو اب عامت 4 بليون نافا ناي دوموز تراي وصايتاتالو منغست مالتيو سراويت أبلي علي ناي كداون تلو ناي سامنا لو ناي قال لو مالتي سلاز إزي كشوفونا زي كل نجاري خب كاب كاب قبري ويا كاب كرت كشوفونا زي كل نجاري ما بزحتو جيزي أنت عايز قبر كاب بانكي لكح مالتي تما قستوا علو جن كم ندا قبر كها كسام نوح جيزي كيدا يدخلني Um aus diesem Dilemma rauszukommen, hat die Regierung jetzt also Folgendes gemacht. Sie hat die Rekrutierung direkt zum Nationaldienst zahlenmäßig weiter verringert. Hat aber hat die, das militärische Training, die Grundausbildung dezentralisiert in verschiedenen Stellen im Lande, sodass die Rekruten noch bei ihren Eltern wohnen können, sodass die Kosten für Unterkunft und Verpflegung nicht mehr dem Staat zufällt, sondern bei den Familien bleibt. Das gleiche auch für die People's Militia. Die bekommen auch eine militärische Grundausbildung außerhalb des Nationaldienstes, meistens vor Ort. Sie wohnen weiterhin bei ihren Familien und bekommen eine rudimentäre Grundausbildung und können dann im Zweifelsfall, in einem Konfliktfall oder so, in die normale Armee also mobilisiert werden. Dadurch wurden die Kosten für also die Bereitstellung dieser Reservekräfte vom Staat auf die Familien umgewälzt, was ein weiterer Faktor ist, dass Leute abhauen. ስለዚህ እንታዩ ገብር ፈቲኑ ማለት እቲ መንግስቲ ኤርትራ ማለት እዩ ስተሃለ መጠን ክቁንሶ ፈቲኑ ትቁፅሪ ካልኣይ ነገር ከዓ ኣክንዲ ኣብ ሓደ ቦታ ንኣብነት ኣብ ሳዋ ጥራይ ኢንጂነር ተዓሊም ኣቦቱ ሰብ ከም ዝዕለም ገይርዎ ማለት እዩ ኣቦቱ ክዕለም ከሎ እንታይ እዩ ዝገብር እቲ ሰብ ምስ ስድራ ቤት እዩ ዝነብር ማለት እዩ ስለዚ እቲ ወፃኢታት ንክውሕዶ ወይ ድማ ንክቅንስ ካብ ስድራ ቤት እንዳተቐለበቲ መንእሰይ እንዳኸደ ክዕለም ከም ዝኽእል ገይርዎ ማለት እዩ ከምኡውን እቲ ህዝባዊ ምልሻ ውን ብከምኡ ኣቦትኡ ኮይኑ ከም ዝዕለምን ከም ዝነጥፍን ገይርዎ ክድለ ከሎ ጥራይ ከም ዝመፅእ ገብሮ ማለት እዩ ብከምዚ ኣገባብ ድማ እቲ ወፃኢታቱ ከጉድል ፈቲኑ እቲ ካልኣይ ከዓ እቲ ሳ ዘፅዋይተ ክሁንድ ዘፅዋይተ ክሁንድ እወ ምህዳም ማለት እዩ ካብቲ ቦታ ብዙሕ ሰብ ካብ ሃዲሙ ንገዝኡ ምለስ ስለ ዝነበረ ኣብኡ ኮይኑ ክስታ ክገብር ኢሉ ማለት እዩ ኡንተር ስትሪሽ ደ ኤርትሬሽ ስታት ካን ሆይተ ኣነ ፈርንፍቲገ ዌርፍሊሽት ናሽናልዲንስ ኒሽ መር ፊናንሲር als folge der flucht aus der armee und des nationaldienstes bestehen heute 80 bis 85% der Streitkräfte Eritreas aus völlig demoralisierten Nationaldienstpflichtigen, die also keine Lust haben, für diesen Staat also zu kämpfen, für diese Regierung. Das Offizierskorps ist völlig überaltert. Es gab aus den Reihen der Nationaldienstpflichtigen keine Selektion von neuen Offizieren.
den höchsten Rang eines nationaldienstpflichtigen Offiziers haben, den nationaldienstpflichtiger heute hat, ist Hauptmann in einigen Zweigen. Die meisten sind nur also First or Second Lieutenant. Das heißt, alles, was drüber ist, also Hauptmann, Major, also Lieutenant, also Colonel, Generals, die sitzen auf ihren Posten seit 1995, die sind total überaltert. Ja? Also eine konventionelle Armee behält ihre Kohäsion dadurch, dass Offiziere regelmäßig befördert werden und dass das, was nicht befördert werden kann, pensioniert wird. Denn wer will von jemandem kommandiert werden, der nicht gut genug war, um zur nächsten Ebene befördert zu werden. Ja? Mhm. Die Soldaten würden nicht respektiert werden. In Eritrea, die hocken seit 1995, hocken sie auf ihren Stellen und sind total frustriert, demoralisiert und werden von den jüngeren Nationaldienstpflichtigen, die sie kommandieren, überhaupt nicht respektiert. Mit dieser Armee kann man noch nicht mal Kaninchen jagen im Moment. Also da ist wohl noch was hier kommt. Abzu an sich haben wir zehn Mal die Samania, sechs Samanien haben wir schon mit Tauit, neun Sarauit. Ertrag mal die Moral, die wohl nach dem Gesetz sich alles behagen, die wohl alles ein Buch auf die Zollot rei. Aber hier du mal, bei dem also sich da, abzumerken እርጋናይ እድመ ዘለዎም ሰባት ራዮም ተሪፎም ዘለዉ ካብ 95 ጀሚሮም ስጋ ሕጂሲ ዝመርሑ ዘለዉ ሰባት እዮም ኣብቲ ስልጣን ኣብቲ ናይ ወታደራዊ ስልጣን ዘለዎ ማለት እዩ ኣብ ሃገራዊ ኣገልግሎት ኣትዩ ኣብ ስልጣን ዝደየበ እታ ዝለዓለት ደረጃ በፂሕዋ ዘሎ ምክትል ተለንቲ ወይ ተለንቲ ኣኻውን እዩ ዘሎ ኩሉ እቲ ናይ ቀደም ተጋዳላይ ናይ ህዝባዊ ግንባር ጥራይ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ብጠቕላላ ነቲ ሰራዊት ወላ ሓንቲ ሞራልን እንታይ ዝበሃል ናይ ህቦን እዩ ዝብለሎ ኣሽንኳይ ዶ ኣንጻር ዝኾነ ይኹን ፀላኢ ክቃለስ ኣብዚ እዋን እዚሲ ምስዚ ሰራዊት እዚሲ ማንቲለ ክትሃድን ከማን ኣሸጋሪ ኢሉ ቅርቡ ዋጊዕና auch unter der Flucht und dem Nationaldienst gelitten. Die Fluchtbewegung hat sich auf verschiedene Weise auf das Bildungssystem ausgewirkt. Die Flucht ins Ausland von Schülern und Schülerinnen nach der 8. Klasse und vor der Abschlussprüfung der 12. Klasse wirkt sich negativ auf die Zahl der 11. Klasse Absolventen aus, die nach Sauer zur 12. Klasse einberufen werden. Die 11. Klasse Absolventen entziehen sich der Einberufung nach Sauer durch Flucht ins Ausland oder verbergen innerhalb Eritreas. Schülerinnen der Wasa Yekolo High School in Sauer fliehen vor der Abschlussprüfung. Erfolgreiche Absolventen der 12. Klasse fliehen vor Aufnahme ihrer weiterführenden Studien an die Colleges. College-Studenten fliehen während des Studiums außer Landes und College-Absolventen fliehen nach ihrer Graduierung. Zum Letzten muss ich sagen, man schätzt, dass ungefähr 2/3 aller Absolventen von Bildungsinstitutionen, also die Certificate, Diploma und Degree haben, ins Ausland geflogen sind. Nur 1/3 ist im Lande geblieben. Ja, das muss ich nicht übersetzen, oder? Können wir aber nachher ab der Grenze vorgehen, ab gesagt, wo ich halte. ግን ብሓፈሻ እንታይ እዩ ዝብል ዘሎ እቲ ተምሃራይ ኣብ ኤርትራ ኣብ ሳዋ ዲፕሎም ድዩ ሰርቲፊኬት ድዩ ገለ ዝበፅሐ ዝበቕዐ ዳርጋ ብምሉኡ ንደገ ወፅኡ ማለት እዩ ሓደ ሲሶ ጥራይ ካብኡ ኣብ ኤርትራ ተሪፉ ዘሎ ኤርትሬሽ ሪጊሮም ገፕላንት ሃተ 2006 ሃት ኣይነ ቢልዱንግስፕላን ፅን ያረ ፎርገሌግት Danach sollten also 2004 hat sie diesen Bildungsplan vorgelegt, der dann ab 2006 umgesetzt werden sollte. 2006, 2007 sollten 21.000 den 12. Grad haben. Für Tertiary, also höhere Bildung nach der 12. Klasse, sollten also 5.400 jährlich dazukommen und insgesamt 16.700 also in dieser universitären, also Post-Highschool-Bildung drin sein. Bis 2015 sollten 49.000, also die 12. Klasse, besuchen.
18.000 also neu in die universitäre Ausbildung aufgenommen werden und 52.000 insgesamt studieren. So. Wie jeder von euch, der in dieser Zeit in Eritrea gelebt hat, sind diese Zahlen nie erreicht worden. Einmal, weil die Ausgangsbevölkerung viel zu hoch angesetzt war, und zum Zweiten durch die massive Fluchtbewegung. Moment. Einmal zurück. Oh. Der Zusammenbruch des Bildungssystems zeigt sich schon also bei der Abschlussprüfung der 8. Klasse. Man muss dazu sagen, also das ist ja sicherweise auch, die Leute, die sich zur 8. Klasse Prüfung melden, werden auch gemeldet an das Büro des Nationaldienstes im Präsidentenoffice. Das ist die erste Erfassung sozusagen der späteren Nationaldienstpflichtigen im Bildungssektor. Eti kamti zdilla wahad zay kada eti qand enkfat kabi jimr nharina kab sham naikfli sham naikfli general ktmizgab kollaqa automatically kha ab nay president office ne hagra agulgulat zkhayd sab tabahilu shimkan aw mahalalefi selezi general tagerkas agulgulat mahad kay terfakani malati. Die Zahlen für die Abschlussprüfung der 8. Klasse aus den letzten 10 Jahren belegen, dass im Schuljahr 2014-15 die Zahl der Schüler und Schülerinnen, die an der Abschlussprüfung der 8. Klasse teilnahmen, trotz Bevölkerungswachstums auf den Stand des Schuljahres 2008-2009 abgesunken waren. Und seitdem also auch nur noch geringfügig Anstieg. Das hat einerseits seine Ursache darin, dass auch jüngere Schüler das Land fliehen. Andererseits drückt das auch aus, dass zahlreiche Eltern ihre Kinder aus ökonomischen Gründen nicht mehr zur Schule schicken. Gleichzeitig hat sich auch die Qualität der Bildung verschlechtert, wie die sinkenden Werte für das Bestehen anzeigen. Selezi, nicht weitermachen. Tinai Shamnakfli, ab Shamnakfli General, Fetana, Nai Mimizgab. نابنت قبل كتشحن عشرة أربعة تن قبل كتشحن عشرة حمشتن زلوا تمهارو أبتنا يشام نايك فلي جنرال فتنا ساتوفو مالتيو ولا قوى أبت وانتي كابتي نايك قدم بزعه زبي كب يبل الأمبر ويوسخ الأمبر أبتنا قبل كتشحن شو مثلا قبل كتشحن تشعة درجة أو غودي لونيرو مالتيو قبل كتشحن عشرة حمشتن سلك عندنا قبل كتشحن تشعة تساتفت تمهارو نيرون مالتيو سلازي إذن من تأيو حادة ولاون أبشام نايك في الكرمي تحتيو زنوبرو تمهارو سدد قوات جميرون مالتيو قال أيضا ما بسن كي قطباو تساقامات سدرابيتات نتمر تقصر دا أي كألان ويدما أقواري تسانو أو مالتيو إذن ما تي كواليتيت ويدما تي عينت نايت بقعت نايت مرتون بتعامل سلة استبلا شوه مالتي ويسلة زحمقة ترجم دلوقينون أي ترايون مالتي سلستن أربعة عشر دشتن شح اكتشف عشرة أربعة تنيرو اكتشف عشرة دشتن شيء أربعة عشر من تنشح تراي جنرال جيرو مالتي إذا مالت تاي مالتي عشرة حد خفل زودون بو متر نقل نسو متي مالتي قن قن خاء تم زحلفون ورو خمسة عشر دشتن كسر سبعة مية تاويت تمهارو زنوبرو نفسوسان أربعة نفسوسان سلستن وريدو مالتي زترف تمهاري بزيحو خابز حلف مالتي لا بزيح مزيح مالتي. Der Anstieg an Mädchen unter den Schülern
die sich zur 12. Klasse anmelden, begründet sich nicht dadurch, also dass sie mehr Mädchen in die Schule neu gekommen sind, sondern dass verstärkt Jungen ins Ausland gebracht werden oder aus ökonomischen Gründen aus der Schule genommen werden und die Mädchen sozusagen zurückbleiben. ተሳተፈው ናይ ደቂ አንስቲ እዚ ከምስትሪ ወዘለኹም ደቂ አንስቲ ትምህርቲ ብዝያዳ መኻድ ደፍአ ዝነበረ ዘይኮነሲ እቶም ደቂ ተባዕትዮ ደገወፅ ስለ ዝነበሩ ደቂ አንስቲ መብዛሕትኡ ግዜ ኣብ ተዓዲ ተርፋ ነይረን ኢሉ ስለኒ ከምዝተረዳእትኒ ቁሩብ ዘንቢለ ፀኒሐ ስለዚ ብከምኡ እዩ እቲ ቁፅሪ ናይ ደቂ አንስቲ ኩሉ ግዜ ክሳይ እንዳኾነ መፅ ማለት እዩ ፍሽይተማ Jährlich, es wird davon ausgegangen, dass sich jährlich etwa 30.000 Schüler und Schülerinnen für den Sekundarschulbereich qualifizieren. Es gibt keine Angaben, wie viele davon dann tatsächlich den Schulbesuch fortsetzen, im Verlauf der Jahre die Schule verließen und nicht die 11. Klasse bestanden. Im Schuljahr 1999/2000 waren 6.155 Schüler und Schülerinnen in der 11. Klasse. Aber es gibt keine Angaben, wie viele von ihnen die Abschlussprüfung bestanden. In späteren Jahren lag die Zahl der erfolgreichen Absolventen der 1. Klasse höher, wie sich aus den Angaben über die Wasser-Jeckerloh-Oberschule ergibt. Mach das nächste. Die ich aus den staatlichen Medien und den Angaben der National Commission for Higher Education gefunden habe, über Leute, die also die 12. Klasse absolvieren. Am Anfang war das also relativ gering, also 2002, 2003, 5.000, dann geht es hoch auf 8.000. 2006, 2007 war zum ersten Mal erreicht, dass der überwiegende Teil der Leute, die die 11. Klasse erfolgreich absolviert haben und nicht ins Ausland geflohen sind, tatsächlich nach Sawa gingen, um die 12. Klasse zu machen. ስለዚ እዚ ከምቲ ንሪኦ ዘለና ካብቲ ቤት ፅሕፈት ናይ ኮሚሽን ናይ ቤት ትምህርቲ ናይ ገለ ዝበሃል ኣይትረዳእትን መን ምዃና እዩ ንኺቦ እቲ ኢንፎርሜሽን ማለት እዩ ከምዚ ትሪእዎ ዘለኹም ግን ካብ 2002 ንኣብነት 5131 ሰባት ማትሪክ ገይሮም ማለት እዩ ከምኡ ናበለ 8,6,8,000 እናበለ ከይድ ነይሩ ካብ 2006 ግን ብሓንሳእ ንላዕሊ ከይዱ ማለት እዩ 17,000 ሰብ ንሳዎ ከይዱ ንምንታይ እዚ ንድሕር ኢልና እቲ 11 ክፍሊ ዝወድአ ምዃኑ ደገ ዘይወፀ ማለት እዩ ብምሉእ ንሳዋ ከምዝኸይድ ን12 ክፍሊ ክምሃር ኣዋጅ ስለ ዝወፀ ወይ ድማ መገዲ ስለ ዝተሰርሐ Wenn man sich diese Zahlen anschaut, sieht man, dass es mehrere Punkte. Einmal von Jahr zu Jahr erhebliche Schwankungen in der Zahl, die 12. Klasse in Sawa absolvieren. Das reflektiert auch schwankende Zahlen, also bei den Abschlüssen der 11. Klasse, aber auch schwankende Zahlen bei den Leuten, die ins Ausland abhauen. Also zum Beispiel 2007, 2008 kann man davon ausgehen, dass ein relativ hoher Anteil der Absolventen der 11. Klasse sich ins Ausland abgesetzt haben. Mhm. Weil es keinen vernünftigen Grund gab, warum in diesem Jahr also so viel weniger der 11. Klasse hätte geben sollen. ሕጂ ግን ክንሪኦ ከለና እዚ ቁፅርታት ቁሩብ ክብ ለጠቕ ኣለዎ ብዙሕ ማለት እዩ ንምንታይ ንሱ ዘርእካ ድማ ኣብቲ ንሶ ከፍ ዓመት ዝተፈላለየ ዓይነት ኩነታት ኣጋጥም ነይሩ ንኣብነት 2617 ሰብ ኣብ ሳዋ 12 ክፍሊ ክምሃር ከይዱስ ኣብ 2007 2008 ግን 11,000 ሰብ ጥራይ ነይሩ እዚ እንታይ እዩ ዘርኢ ማለት እዩ ብዙሕ ተምሃራይ 11 ክፍሊ ዝወድአ ንሳዋ ከይዱ ትምህርቲ ክቅፅል ስለዘይተረኣዮ ካብኡ ንደገ ክወፅእ ወይ ድማ ካብ ኤርትራ ክወፅእ ብብዝሒ ቁፅሪ ተራእዩ ኣሎ ማለት እዩ Ein weiterer Einbruch war also zum Beispiel 2014, 2015, das war der Beginn der großen also Fluchtwelle auch, also die dann nach Europa ging. Und davon hat sich das eigentlich nicht also erholt. 2017, 18 lag es nur bei knapp 12, etwas über 12.000. Neben denen, die in Sauer die 12. Klasse machen, gibt es immer noch ein bestimmter Prozent, also eine bestimmte Anzahl, die außerhalb Sauers die 12. Klasse absolvieren. Das sind also Leute, die an den Technical Vocational Schools außerhalb von Sauer
diese 12. Klasse Ausbildung machen, zum Beispiel in Hagas und in anderen Plätzen, Don Bosco, dann die Schüler der eritreischen Auslandsschulen in Saudi-Arabien, die zwei Schulen in Jeddah und in Syriat, die auch die 12. Klasse Prüfung ablegen, und von Jahr zu Jahr variierend Wiederholer. Leute, die die 12. Klasse Prüfung nicht bestanden haben und die dann also irgendwo eingesetzt wurden im Nationaldienst, in der Armee oder in der Verwaltung, und die aber dann also die Prüfung wiederholen. In manchen Jahren war die Zahl sehr hoch, dann in manchen Jahren gab es überhaupt keine, weil die Regierung es nicht erlaubt hat, und im letzten Jahr waren es 345 Wiederholer. حجي خمس ريوة لهم أقول تشن عشر أربعة عشر تحمشتن واحد كوزرين سوا بسوا سايكلو إذا ما تاي أبت وانتي خمس فلتوة بزح سدت نب أوروبا نيري مالتي سلز بزح من إسي نرجو جوز خيد نيرو تشن عشر شو عتن تشن عشر شو مونتن بتعب تحت كوزري وعشر تخلت شح ميتين عشر حدا سب سايكلو مالتي ماتريك با ماتريك يرو كابزي قطرزي بزيكا أبساوا زمهار مالتيو قرب سيارلو حدا زي vocational training ناي سيارلو مالتيو ناي Wo ist das? Die Auslandsschulen in Saudi. Nein, davor. Was? Die vocational training school. Hagas. In Ab Hagas. Dom Bosco, Ab der Kamhara galallo. أو قرب تمارو لو شن شو عتمد نارو عن حمشتن مالتي أو سعود عرب هون بناي إرترا كاريكلم لمهارو ساتمون كتم يتن عشر شو عتن ما تريك تخافي لهم مالتي كمون سلسة ميتنا أربعة حمشتن دقم تيز ملله دقم تخمي مالتي أب كرمي حجة أب سوا ما تريك يرم ذي تعوتو توزيعهم بطقم زنوت فوز نبرو مس كزيد ما عندنا ما تريك سات فوز سبات الله ويز ملله. Zum Beispiel im Jahr 2008-2009 im Schuljahr gab es 5000 Leute, die außerhalb Sabbats die 12. Klasse gemacht haben. Davon waren also ungefähr also 4000 Wiederholer. Wenn man sich jetzt anschaut, der Anteil der Frauen ist kontinuierlich gestiegen, was auch darauf hindeutet, dass die Absatzbewegung von also jungen Männern aus Sawa, aus dem Bildungswesen ins Ausland, höher ist als die der jungen Frauen, sodass relativ gesehen der Anteil der Frauen an den Absolventen, die sich zur Abschlussprüfung melden, kontinuierlich angestiegen ist. Kommun, Kamstriwa, nein, der Kamstriwa, der Kamstriwa, der Matrik, der Rihoma, Kabuan, Kabamet, Nabamet, Nausach, Nausach, Israel. Silasi, sind da irgendwie? Kasakende, der Tabatio? كاب إرترا يوتس خام زنابرو لكن استيهون أو ترفع خام زنابرا إذا رئيس لذي أبسدد يوتس من سايسي تبسحين أي تك تبعتي واستعبل للمهانو يزر إيكا يزر. Wenn man sich jetzt anschaut die Resultate dieser Abschlussprüfung, dann sieht man, dass so nur zwischen 43 und knapp über 50% die Abschlussprüfung bestehen, die sie qualifiziert, auf die Colleges zu gehen. Die anderen, die da drunter liegen, die können nur also das National Vocational Training Center in Sabah oder an einem der sonstigen Technical Schools besuchen, und die halt eben nicht bestehen, ab zum Militär. Von denen, die bestanden haben, können ungefähr zum Drittel, die können nur Zertifikat machen, ein Drittel Diploma und nur ein Drittel ein Degree. Das bedeutet, wenn also sagen wir mal also 50% hier 2016 insgesamt 13.000, 50%, also das sind also 6.000, also 800, und davon also nur ein Drittel, nur 2.000 schaffen es an die Colleges. Wenn man sich jetzt an die Zahlen von dem Bildungsplan erinnert, da sollten in dem Jahr 18.000 auf die Colleges gehen. Das heißt ein Riesendefizit. Aufgrund dieser Entwicklung in der Wasa Yekolo High School und dann also in der Ausbildung danach hat Eritrea über die letzten 15 Jahre ein riesiges Defizit an akademisch ausgebildeten Fachkräften angesammelt, das abzubauen wenigstens 40 Jahre brauchen wird.
alle diese nicht Ausgebildeten, die weggegangen sind, die nicht geboren werden, die die Ausbildung nicht abschließen können, aus welchen Gründen auch immer, tragen also zu dem Entwicklungsdefizit auf dem Manpower-Sektor bei. Heute fehlen in Eritrea überall die qualifizierten Menschen, die die Bildung leisten können. Hochschulabsolventen, College-Absolventen werden fachfremd eingesetzt als Lehrer an der Sekundarschule. In der Verwaltung fehlen sie. Die Regierung hat noch nicht mehr genügend qualifizierte Leute, um Projektvorschläge für Projekte des UNDP also durchführen zu können. Es fehlt überall an den Fachkräften und das kann man mit diesen Zahlen belegen. Das heißt, die eritreische Regierung hat aufgrund ihres vielfältigen Versagens ihre Bildungsziele eklatant verfehlt. መቸም እንታይ ዝብለ ለኹም ተኣብነት ሪዮ ዘለኹም 2016-17 ማለት እዩ ካብ ኣብ ማትሪክ ትገብሩ ሲ ካብ 43 ክሳብ 50 ሚታዊት ኣብ ኮሌጃት ይኸዱ ማለት እዩ እቶም ትሕቲኡ ዘለዉ ካልኦት እቶም ዘይሓለፉ ወይ ናይ ሳዋ ትምህርትታት ምሃሩ ወይ ከዓ ዳይሬክት ኣብቲ ሓይልታት ውዝዑ ማለት እዩ ካብዞም ዝኾዱ ንኣብነት ናይ 2630,000 ሰብ ንድሕር ዳኣ ነይሮም ሲ ማትሪክስ ዝገበር 6,000 ሰብ ጥራይ ኮሌጅ ይኸዱ ማለት እዩ ካብዞም 6,000 ሰብ ከዓ 2,000 እዮም ንዲግሪ ወይ ንማስተርስ ስታይ ዝመሃሩ ማለት እዩ እዩ ዝብል ዘሎ ከምቲ ዓንቶ እዩ ዝበሃልናዮ እቲ ናይ ትምህርቲ ውጥን ናይ መንግስቲ ጀርመን ናይ መንግስቲ ኤርትራ ኣብዚ ዓመት እዚ ሲ 18,000 ሰብ ትምህርቲ ክውድብሎዎም ዝብል ውጥን እዩ ነይርዎ 18,000 ዩኒቨርሲቲ ዲግሪ ማለት እዩ ግን ከም ዝረኣኹሞ 2,000 ጥራዮም ዝበፅሑ ዘለዉ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ንኤርትራ እዩ ዝብል ዘሎ ኣዝዩ ናይ ብቕዓት ናይ ትምህርቲ ዘለዎ ኣካል ጎዲሉስ ክሃስያ እዩ ንርበዓ ዓመት ከማን ነቲ ጉድለታት ድሽፍን ኣካል ወይ ክመፅእ ኣይክእልን እዩ ዝብል ዘሎ ንርበዓ ዓመት ከብለና እዩ ደድሕረና ክኸይድ ዝፀገም እዚ እዩ ዝብል ዘሎ ምክንያቱ ኣብዚ እዋን እዚ ንድሕር ርኢና መንግስቲ ኤርትራ ንባዕሉ ዓቕምታት የብሉን ብዙሕ ፀገማት እዩ ዘሎ ኣብ ኩሉ ብቲ ምምሕዳራ ድዩ ኣብ ቤት ፅሕፈታ ድዩ ኣብ ቤት ትምህርቲ ድዩ መምሃራን ካብ ህንድን ካብ ገለን የምፅእ ኣሎ ዋላ እውን ዩኤንዲፒ ገንዘብ ክንበኩም ሓደ ፕሮጀክት ኣምፅልና ተበለቶም ነዚ ፕሮጀክት ዝገብር ሰብ እዩ ተሳኢኑ እዩ ዝብል ዘሎ ስለዚ ናይ መንግስቲ ኤርትራ እንታይ ዝበሃል ዕላማታት ብዝተፈላለዩ ፀገማቱ ብኣዝዩ ዘዋርድ ቁፅሪ ከሲሩ ወይ ድማ ክኸስር ተረእዩ Daraus folgt aber auch, dass die mehrere hunderttausend junge Eritreer, die ins Ausland geflohen sind, letztlich, wenn sie noch ein Interesse an ihrem Land haben, die moralische Verpflichtung haben, zu versuchen, eine so gut wie mögliche fachliche oder akademische Ausbildung im Exil zu erlangen, damit sie bei einer möglichen Rückkehr, wenn es Beheile Kalaschny or whatever, eine Änderung also dort gibt und sie zurückkehren wollen, dass sie zu ihrem Land auch was beitragen können. Ja? Eine Lebensplanung hier, die darauf beruht, nur Geld zu verdienen, damit man also einen gewissen Konsumstandard halten kann und den Familien zu Hause Geld schicken, ist kein Beitrag zur langfristigen Erholung Eritreas. Eritrea braucht in der Zukunft jede Menge qualifizierter Facharbeiter und akademisch ausgebildeter Leute. Und jeder Eritreer und Eritreerin, die hier sitzt, hat und noch ein Interesse an ihrem Land hat, hat diese Verpflichtung, in der Richtung also den Arsch zu bewegen, um es glatt zu sagen. Und interessanterweise ist das so, dass die jungen Eritreerinnen, die hierher gekommen sind, in dieser Hinsicht viel besser sind als die jungen Männer. Und das sollte auch denen was zu denken geben. Damit meine Ausführungen zu Ende.
መውዳታ ከመዕፀው እንታይ ዝብለሎ እቲ መንእሰይ ዘይተመሃረ ንስደት መፀ ማለት እዩ ሞራላዊ ግቡእነት ኣለዎ ፅባሕ ንክኾን ዓዲ ክመለስ እንድሕር ዳኣ ኮይኑ ዝኾነ ይኹን ትምህርቲ ድዩ ሞያ ድዩ ቀስም ከም ዘለዎ ኣብ ዘለዎ ሃገር ማለት እዩ ምክንያቱ ፅባሕ ንግሆ ዓዲ ኮይኑ ከገልግል እንድሕር ዳኣ ኮይኑ ኤርትራ ነፍሲ ወከፍ ሞያዊ ስልጠና ድዩ ትምህርቲ ድዩ ፍልጠት ዘለዎ ሰብ ከድልያ እዩ እዩ ዝብለሎ ኣብዚ ኮንካ እንድሕር ዳኣ ዘይተማሂርካ ኣብዚ ኮንካ እንዳሰራሕካ ስድራ ቤትካ ምሕጋዝ ናይ ነዊሕ ጠመተ ንኤርትራ ወላ ሓንቲ ጠቃሚ ኣይኮነን ኣብኡ ከይድካ ከተበርክት ክትክእል ኣለካ እንተ ደኣ ብሓይሊ ኣምላኽ ድ ዋላ ብሓይሊ ብረት ለውጢ መፅኡ ኣብ ኤርትራ እዩ ዝብል ዘሎ ስለዚ በዚኣ ምናልባት ከይረሳዕ ኹዋ እውን ደቂ ኣንስትዮ ኢሉ ማለት እዩ ኣብዚ ስደት ብፍላይ ኣብ ጀርመን ማለት እዩ ኣብ ትምህርትን ኣብ ሞያዊ ስልጠናን ኣብ ከምኡ ዝያዳ ኣበርክቶ ወይ ድማ ዝያዳ ተሳትፎ የርኢ ኣለዋ ካብቶም ደቂ ተባዕትዮ እዩ ዝብል ዘሎ ስለዚ ደቂ ተባዕትዮ ማዕኮርኩም ኣንቀሳቀሱ ኢሉ ዩ ዓፂዋ ማለት እዩ ግንተ ፊል ዳንክ መወዳእታ ናይ ኩላህና ገርና ሕቶን መልሲ ክንገብር ኢና እንደገና ጣቕዒት ተገበርናሉ ንፅላእ ኣይኮነ